Frank hat heute Geburtstag. Er wird wieder ein Jahr älter und ich freue mich. Ich freue mich für dich. Du freust dich. Dass es dich gibt. Ja. Und das ist, und dass ja, du das, Geburtstag das ist ja eigentlich das, was heute gefeiert wird. Mhm. Ich habe Geburtstag. Franks Existenz wird um Jahre erweitert. Und um Jubel, ja, auch das. Geburtstage. Es ist schön, Geburtstag zu haben. Wie findest du es, Geburtstag zu haben? Ich finde es sehr schön, Geburtstag zu haben. In den letzten Jahren aber ein bisschen weniger schön. Weniger schön. Es wird immer egaler. Ja, das ist wirklich wahr. Was war das für ein Kribbel im Bauch, als man ein Kind war? Ja. Man hat ja immer so getan, als würde man das irgendwie nicht so cool finden. Ne? Jetzt stehe ich irgendwie so im Mittelpunkt. Nee. Aber eigentlich insgeheim fand man es immer geil, im Mittelpunkt auch, zu stehen. Auch ausgeheim, also auch in echt. Ich habe das nicht verheimlicht. Das aber ist es war, gibt so eine Tendenz dazu. Naja, es gehört ja zur Bescheidenheit, dass man sich nicht gerne im Mittelpunkt stellt. Ne? Das stimmt. Ja. Aber ich stand schon gerne im Mittelpunkt. Stehst du immer noch? Aber es sind nicht alle, die gerne mitmachen. Ich glaube, das ist möglicherweise. Ich genieße das schon, ja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum man das heutzutage nicht mehr so freuen, also sich so darüber freut wie damals, weil man einfach jetzt so ein selbstbewusster Typ geworden ist, dass man halt öfter auch einfach so im Mittelpunkt steht. Und da finde ich Geburtstag. Muss man sich Anlässe schaffen, ne? Ja. Aber das kann, wenn man eher der verunsicherte Typ ist, ja, dann ist es ja schlecht, im Mittelpunkt zu stehen. Weil dann gucken alle auf dich und wenn du dann nicht schlagfertig bist. Aber ein verunsicherter Mensch ist es halt überhaupt nicht gewohnt, deswegen ist er ja auch. Deswegen sind die Sachen zum Geburtstag so formalisiert. Es wird gesungen, du kriegst ein Geschenk, es gibt einen Kuchen, dadurch kannst du dich an diese Sachen klammern und diesen gesellschaftlichen Regeln folgen und trotzdem im Mittelpunkt stehen und musst nicht selber performen. Allerdings gibt es große Probleme bei Geburtstagen, beim Geschenke auspacken zum Beispiel, angemessen zu reagieren. Die Leute sind zum Teil schon ganz nervös und lachen und gleich muss ich mich freuen und bereiten sich schon darauf vor. Und selbst wenn sie sich wirklich freuen, ist es dann ein Fake-Freuen, weil sie es schon sich zurechtgelegt haben. Nein, ich finde, das stimmt nicht. Ich glaube, das echte Freude kann die vorbereitete Freude einfach überschwemmen. Ja, genau. Ja, aber wenn es die nicht schafft, weil die Freude nicht so groß ist, ist es immer schlecht. Ja, kommt auch an, wie gut man das spielen kann. Mhm. Ja, und manche können das eben nicht, gerade die Unsicheren. Und die. Und auch dieses, das finden richtig viele Leute unangenehm, dieses Stehen und alle Leute singen. Und man muss es aushalten, man darf nicht mitsingen. Ja, ja, das ist aber auch wirklich unangenehm. Ja, ich finde, man sollte eigentlich auch mitsingen. Das ist auch keine, das ist keine schöne Art und Weise, im Mittelpunkt zu stehen, nee, oder? Finde ich auch das nicht. Das ist so, nee. Dann ist man, weil man dann nicht Teil der großen Gruppe ist und nicht sein darf. Man wäre vielleicht gern, aber dann bist du ein Vollidiot, wenn du mitsingst. Wer mag dich da noch gern? Zu deinem eigenen Geburtstag sich selber ein Lied singen, das ist ja irgendwie komisch. Ich, wie du gestern gesehen hast, ich unterbinde das gerne, wenn für gesungen wird. Ja, hast du auch erfolgreich gemacht. Ja. Wir haben gestern nämlich Bier getrunken, auch schon. Und Schnaps, wir haben in meinem Geburtstag rein geschnapst. Ja. Das war. Und trotzdem, heute Morgen ging es nicht schlecht. Wir sind ja schon wieder hier mit dem Bier in der Hand. Ja. Ich glaube, wir haben echt ein Problem. Früher hat man nicht getrunken Alkohol zu seinem Geburtstag, sondern literweise Cola. Ja, ich weiß. Und das war immer so ein Ding, weil da durfte man immer so viel Cola trinken, wie man wollte. Das hat man auch getan. Und ganz viele Süßigkeiten hatten man. Ja, ja. Sackhüpfen und so. Sackhüpfen mochte ich nicht und Eierlaufen fand ich mal richtig scheiße. Eierlaufen war irgendwie so ein Vollidiot. Das hat mich auch gar keinen Spaß gemacht. Nein. Man musste sich die ganze Zeit konzentrieren, ja, und es war einfach. Und es hat trotzdem auch, also es war auch irgendwie frustrierend, weil trotzdem das dumme Ei so oft runtergefallen ist. Ja. Sackhüpfen mochte ich aber auch nicht. Topfschlagen fand ich ganz gut. Achso, okay. Mord im Dunkeln. Ja gut, aber es gibt ja nicht nur Kindergeburtstage. Später hat man dann Partys gefeiert und irgendwann gar nicht mehr. Ja, oder halt dann zu besonderen Anlässen. Ja, ne? Nuller Geburtstag. Oder wenn man wieder Bock hat auf eine große Feier. Ja, aber es ist völlig akzeptiert zu sagen, nee, ich mach nichts. Aber diese Aufregung früher. Und dann musste der Tag aber auch irgendwie, dann hatte er auch mehrere besondere schöne Sachen. Da gab es schon ein geiles Frühstück. In der Schule durfte man sich immer ein Lied wünschen. Und erzählen, was man bekommen hat. Tja, das finde ich eigentlich ein bisschen problematisch. Wie scheiße ist denn das, wenn du so eine heterogene Schülerschaft hast? Ja. Und dann musst du dich nach vorne stellen und sagen, was dir dein Vater außer Schlägen noch die Geschenke hat. Schwierig. Ich bin dann, das machen, glaube ich, moderne Pädagogen auch nicht mehr. Das kann sein. Das macht auch Sinn. Hm. Aber damals war das nicht so heterogen, als wir in dem Alter waren. Hier bei uns. In Hamburg.
dann gab es noch besondere Ausflüge, wie Schwimmen gehen irgendwie mit den als Kindergeburtstagsfeier. Solche Sachen. Ja! Rallye. Ich habe Rallyes geliebt. Verkleidungspartys erinnere ich mich. Da wusste ich noch, da wurde ich mal eingeladen von, sag ich jetzt nicht, Daniel Tietze. Grüße an dieser Stelle. Der hat bei sich zu Hause eine Verkleidungsparty gefeiert. Mhm. Da war, weiß ich, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 10. Geburtstag. Und ich war als Vampir verkleidet. Und es gab eine Einladung, sehr aufwendig, und unten stand, um auf diese Party zu kommen, müsst ihr folgendes Rätsel lösen. Das war ein Lösungswort, was man, oder ein Losungswort, haben wir überhaupt reingelassen. Ne? Und das war Spinnennetz rückwärts geschrieben. Mhm. Und das war auch der richtige Großbuchstabe am Ende, dass man es auf jeden Fall rausfinden musste. Aber ich war richtig aufgeregt, als ich dann da geklingelt habe. Und ich konnte auch so schlecht sprechen mit diesem Spinnennetz. Genau so war es. Und ich war richtig froh, dass ich richtig verstanden wurde. Und ich wurde reingelassen. Und an den Rest der Party erinnere ich mich nicht mehr. Aber da war ich richtig aufgeregt. Schnell, doof waren so untätige Sachen wie Kino. Kino, ja. Auf einmal McDonalds Geburtstag, ja, das ist auch scheiße. Gehabt oder? Also selber nicht gehabt. Selber, nicht selber gehabt. Ich war auch mal bei einem oder sogar vielleicht zweien. Nee, die waren mir irgendwie nicht so gefallen. Das war so, cool, McDonalds, haben wir gegessen und dann war irgendwie auch irgendwie vorbei. Ja, da kam noch so ein scheiß Clown vielleicht. Ja, und diese Spielplätze sind das Letzte. Selbst als Kind sind die mega langweilig, die haben eine Rutsche und nix. Und eine Schaukel vielleicht. Ja, die sind einfach direkt so, wie die in den USA sind, aber das funktioniert halt ja nicht, wenn du geile Parkspielplätze überall hast. Ja. Ja. Und später dann eher sowas wie Kartfahren. Oh, das Minigolf. Minigolf, ja. Kino hatte ich mal selber auch veranstaltet. Dante's Peak. Pierce Brosnan. Mega, mega beschissener Scheißfilm. Schlechter Film, ja. Und da weiß ich auch noch, das ist der legendäre Geburtstag mit Super Mario 64. Das war Dante's Peak? Das war Dante's Peak. Und als wir, da war ich mega das Arschloch. Und da war ich richtig so, ich habe Geburtstag, es wird alles genauso gemacht, wie ich will. Da war ich richtig unangenehm. Von wegen, ich erlaube den Leuten auch nur einen Knopf zu drücken von meiner neuen Videospielkonsole, weil es ist ja meine. Die dürfen nichts damit spielen. Was auch immer mich da geritten hat. Und da, Alter, war ich wirklich unangenehm. Und ich hatte zu der Zeit als Lieblingsfilm Twister. Und der war auch schlecht, ne? Der ist auf jeden Fall besser als Dante's Peak. Mhm. Aber der ist nicht so schlecht. Aber ähnliche Kiste wie Dante's Peak. Ja. Aber ich fand ihn richtig geil. Okay. Und dann habe ich einfach entschieden, weil es danach zu mir nach Hause und Essen, dann habe ich einfach entschieden, so, jetzt gucken wir auch noch diesen Film. Den war schon da, den Speaker. Habe ich so entschieden. Also da hat man sich auch ein bisschen unterhalten in der Zeit, aber der Film lief dann einfach, weil ich jetzt wollte, dass Twister da läuft. Ja. Dann war es Desaster mit dem N64, dann gab es was für Essen, alle sind glücklich nach Hause gegangen. Also glücklich, dass sie nach Hause durften, nehme ich an. Unangenehmer Typ Mensch. War ich. Gut, dass wir uns noch nicht kannten. Ja. Wirklich gut. Aber vielleicht wärst du der gute Einfluss gewesen, der mir gefehlt hat zu dem Zeitpunkt. Ich hätte dir die Meinung georgelt. Ihr könnt schon aus der Hand gerissen und mich damit gehauen. Das einzige Mal im Leben, dass ich geschlagen wurde, war an meinem Geburtstag. Du warst dabei, du erinnerst dich? Nee. Doch. Wo wir da mit auf der kleinen Schwester eines Freundes von uns auf ihre Abi-Noten gewartet haben, sozusagen. Eines Freundes? Oder einer Freundin? Von dem Sänger, den wir eben bei YouTube gesehen haben. Ja. Die kleine Schwester hat auf ihr Abi gewartet. Und an dem Tag hatte ich Geburtstag. Und das, wo eben der Sänger des Videos, welches wir gerade gesehen haben, gegen das Auto gepisst hat. Und dann diese Assis kamen. Und da wurde dir an dein Bein gepisst. An dein Fahrrad wurde mir gepisst. Ja, richtig. Das habe ich gerade überlegt, was du das zwischen deinen Beinen hattest währenddessen. Stimmt. Ja. Was für Arschlöcher. Ja. Aber die hat ein bisschen recht, weil ihnen ans Auto gepisst wurde. Jein. Menschen von uns. Das Problem ist, also. Mir wurde ans Bein gepisst, wirklich? Ja, dir wurde literally ans Bein gepisst. Ich bin richtig entrüstet. Ja. Ich habe sie auch beschimpft, aber ich glaube, wir konnten nichts machen. Ich wundere mich, dass das so lange gedauert hat, bis du dich daran erinnerst. Nein, das habe ich relativ schnell gedacht, ob das war, aber ich dachte, das war noch nicht dein Geburtstag. Das war mein Geburtstag. Und ich wollte deeskalierend einwirken, weil der Sänger des YouTube-Videos, so werden wir ihn jetzt weiter nennen,
nachdem er gegen das Auto gepisst hat, fast von irgendeinem Typen verprügelt wurde. Der, und das ist ja das Witzige, das war ja irgendein Typ, dem gehörte nicht das Auto. Der Typ, dem das Auto gehört, hat sofort gesagt, Alter, kein Problem, es war scheiße, aber ist nicht so schlimm. Aber der hatte ja richtig Bock auf Stress. Der wollte. Mhm. Der war aggressiv und war, glaube ich, Kampfsportler sogar. Habe ich hinterher erfahren. Also wohl richtig weit Taekwondo oder so. Also der hätte uns richtig auf die Nase geben können. Und ich wollte schlicht eingreifen, und weil ich dachte, ich bin jetzt Außenstehender, habe mich dazwischen gestellt, gleich einen ins Gesicht bekommen mit der flachen Hand und dann nochmal einen hinterher mit der Faust. Und ich hatte meine Arme hinterm Rücken und habe gesagt, ey, lass drüber reden. Bam! Er wollte nicht drüber reden. Er wollte auch zu lang, ja. Und dann wurde ich vom Sänger des YouTube-Videos da wieder raus aus dem Kreis. Hast du dem noch erzählt, dass du Geburtstag hast? Das habe ich dem nicht erzählt, nein. Schade. Das ist mir, glaube ich, in dem Moment auch nicht eingefallen. Da hatte ich andere Sorgen. Und dann haben wir Platzverbot erteilt bekommen von den netten Menschen. Weil wir waren ja ungefähr 3 und die waren 20. Und denen sind wir nicht gleich nachgekommen. Und dann wurden wir noch weiter vertrieben. Und dann wurde dir ans Bein gepinkelt, weil du noch weiter mit den Leuten geredet hast. Ich habe mit denen diskutiert, ne? Genau, und während ich und der Sänger des YouTube-Videos schon gegangen waren, als weil wir gesehen haben, da gibt es keinen Spaß mehr heute Abend an dem Ort für uns. Nee, da hast du recht gehabt. Wir haben uns der Gewalt gebeugt. Ja, auch sowas kann man an seinem Geburtstag erleben. Schläge. Und Urin. Schläge ins Gesicht und Urin an den Füßen. Guck mal, ich hab gemalt. Habe ich schon gesehen. Das bin ich. Das bist du? Ja, das bin ich. Das sind meine Tätowierungen. Das kannst du dir sehr detailliert, kannst du mir in Ruhe angucken. Ich habe meine Brille auf und. Die sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, so eine Drohne. So ein Aliens gesteuerter Typ, der die Erde überfällt. Das Bild zeigen wir euch am Ende des Videos. Ich habe eine Brille auf, ich habe es eben schon mal genauso gesagt. Und das ist mein körperliches Ziel, was du da siehst. Das ist so ein, ich hänge mir so ein Poster auf von 50 Cent und ne, so viel. Das ist dein körperliches Ziel, dieses Sixpack da. Ja, genau. Und die Brüste. Und die Brüste und so dicke Arme. der linke Arm ist viel dicker als der rechte. Nicht viel dicker. Ja, der ist so durchgehend, das ist so ein Schlauch. Du hast so einen Echsenhals, aber der ist viel zu lang. Und eine Glatze. Kannst du, oder wird es dann zu aufwendig, einfach jetzt, während wir darüber reden, ein Bild davon einblenden? Das ist kein Problem, das musst du nur fotografieren. Gut. Das ist natürlich auch möglich, einfach die Kamera dahin zu halten. Ja, aber dass man das dann quasi on the go verfolgen kann, wenn du sagst, der ist aber es ist nicht viel lustiger, wenn wir einfach das beschreiben und die Leute das in ihrem Kopf selber malen. Aber mir geht es ein bisschen darum, dass Lord der Finsternis schickt uns dann ein Bild davon, wie er sich das vorstellt. Das wäre schon ziemlich cool. Auf der anderen Seite habe ich einfach ein bisschen Angst, dass das irgendwann weggewischt ist und ich dann dieses Kunstwerk nicht mehr verewigt habe. Kannst du sie auch ich kann es auch für mich fotografieren. Ja. Das ist viel also, Leute, Finsternis, ich nochmal wieder. Der Typ hat einen linken Arm, der ist ein dicker Schlauch. Also der Oberarm ist, ne? Der Unterarm. Der Oberarm, der hier. So ein dicker Schlauch und dann die Arme sind so angewinkelt nach oben beide. So, die Unterarme sehen einigermaßen Muskelpose. Normal aus. Muskelpose. Die Unterarme sehen einigermaßen normal aus. Der rechte Arm ist schon normal, hat so einen normalen Bizepsberg. Überall so ein paar Tattoos. Der Hals ist mega lang. Wirklich. Und es sieht alles so glatt aus. Wie so eine. Ich sehe keine Haare. Das sind Haare. Die Nase ist ein Punkt. Es gibt auch noch 2 Punkte am Hals, die keinen Zweck erfüllen. Viel zu eckige Brille. Das sollte, weißt du, die Punkte am Hals sind mein Adamsapfel. Der Adamsapfel, genau. Okay. Und dann sind da 2. Das sieht schon eher wie Speck als wie Muskelbrüste aus. Die sind eckig. So hart drum jetzt. Sehr eckig ist der gesamte Oberkörper. Der ist einfach ein Kasten, wie so ein Haus sieht er aus. Wie so ein Kind ein Haus malen. Und schließt er ab. Und dann sind da so ein paar Striche, die wohl das Sixpack sind. Bitte, Leute, Finsternis, mal das nach, dann gleichen wir es ab und gucken, was schöner geworden ist. Ja, dann veröffentlichen wir es. Genau. Geburtstage sind was Schönes. Man wird manchmal zwar verprügelt, aber man lacht trotzdem. Später ist es noch eine gute Geschichte. Man kriegt Geschenke, man macht Familienfeier, man macht Kindergeburtstagsfeier, man macht später Partys. Und irgendwann werden die Geburtstage zunehmend unwichtig und treten in den Hintergrund. Und die nächste Generation rückt nach. Ja.
Wen ist sie? Je älter man wird, desto obsoleter wird man ja auch. Genau. Für die Gesellschaft. Ja. Also. Das ist nochmal deep jetzt hier am Ende. Ne? Eigentlich nicht. Eigentlich ist man ziemlich produktiv, bis man Rente geht für die Gesellschaft. Ja, das aber man relativ schnell nicht mehr. Ja, aber du. Man, wir sind eigentlich erst jetzt so seit wenigen Jahren richtig sinnvoll für die Gesellschaft. Vorher wurde nur viel in unsere Ausbildung gesteckt. Das stimmt. Und wir haben Verkehrsschilder in die Alster geworfen. Nicht Verkehrsschilder. Verkehrsschilder? Ich habe mal Verkehrsschilder in die Alster geworfen. Da war ich nicht dabei. Nee. Das ist die schlimmste Tat meines Lebens. Da hätte ich, ganz dir, die da hätte ich dir einhalten. Die lagen da ganz neu, waren da wahrscheinlich bei einer Baustelle, um am nächsten Tag dann aufgestellt zu werden. Lagen da am Straßenrand. Mhm. Und ich habe sie einfach in die Alster. In jeder Hinsicht ist es schlimm. Das ist Wertverlust ohne Ende. Arbeitsverlust, die wurden extra hingetragen. Ökologisch ist es schrecklich, dass dann so viel Metall auf dem Boden ist. Der nichts, Alster nichts Gutes von zu finden. Wahrscheinlich habe ich noch irgendwelche Schwäne getroffen am Kopf oder so. Oh Gott. Aber ich war so voll und so euphorisch über meine Jugend und meine Volligkeit. Wie alt warst du denn? War das an einem Geburtstag zu finden? Nee. Wen trotzdem ich kam da aus der Klimperkiste. Wahrscheinlich 5 Zombies gekommen oder so. Und war einfach so, dass ich über den Jungfernstieg gelaufen bin und das Leben gespürt habe. Manchmal hat man diese Alkohol-Euphorie-Hochs. Das war eine dumme Tat, aber das weißt du. Also ich bin froh, dass ich es jetzt gebeichtet habe. Wollte ich gerade fragen, hat dir das jetzt geholfen, darüber zu sprechen? Ein bisschen, ja. Ich bin, dass dieses Eingeständnis der Schuld tut, glaube ich, ganz gut. Ich habe parkende Autos getreten. Was? Richtig doll, mit Anlauf gegen die Tür. Ich weiß nicht warum. Auch nicht cool. Ja, war nachts sowas als Jugendlicher, ne? Aber da merkt man, dass diese Reue, die immer gefordert wird, wenn man sagt, ja, Bullshit, das soll weggesperrt werden oder Elektrohiebe kriegen, dass die doch einen Sinn hat. Ja. Was bringt. Wir sind vollständig resozialisiert durch unsere Reue. Mhm. Du hast so ganz viel Hacking gemacht. Du bist nicht mehr gegen deinen eigenen Körper. Ja. Bisschen doof für die Hacken, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Nee, nicht so schlimm wie das mit den Autos und den Schildern. Ja. Gut, was sind eure schlimmsten Taten? Kommt in die große Gerüder-Community und diskutiert auf unserer Homepage damit und mit unseren Bots. Wir sind jetzt eine Selbsthilfegruppe. Jungs und Mädels da draußen. Schreibt einfach, was ihr Schlimmes gemacht habt als Kind, was ihr bereut. Wir geben euch Absolution. Ja. Je nachdem, was es ist. Wenn ihr sagt, komm, ich hab ein Baby geklaut und bis heute ist es nicht bei seiner Mutter wieder angekommen. Das würde ich vielleicht nicht runterschreiben. Also ich würde mal sagen, Sachen, die strafrechtlich relevant sein könnten heutzutage noch. Lass das mal lieber. Also es verjährt eine Menge. Das ja, ja, das sein, stimmt. Ne? Das stimmt. Aber meinst du, sowas würde verjähren? Das wäre echt grausam. Ja, wahrscheinlich nicht. Also, lasst die Kinder bei den Eltern und wenn ihr was Harmloseres zu beichten habt als das, bitte. Und wenn nicht, ist auch egal. Mhm. Hab nichts mehr. Nichts mehr. Ich wünsche euch allen einen schönen nächsten Geburtstag und nehmt euch doch vielleicht mal wieder ein bisschen die Zeit, um zu überlegen, wie ihr den Tag wirklich zu einem besonderen für euch machen könnt. Es gibt ja Leute, die behaupten, ein Tag ist dann ein sinnvoller und guter Tag, wenn du von Jesus erzählt hast. Wer macht das? Die Kirche, glaube ich. Oder was meinst du, wer von Jesus erzählt? Wer sowas behauptet? Ja, die Christen. Doch nicht alle. Die sind noch nicht alle beknackt. Das ist so ein evangelisches Ding. Ja? Ja. Aber es ist so eine Art Sinnspruch, oder? Ja, mach deinen Tag dadurch besonders, dass du Jesus dein Leben lässt. Und der Hintergrund ist davon, wenn du dich damit beschäftigst und wenn du anderen Leuten davon erzählst, dann wirst du was Gutes tun, weil die Beschäftigung mit diesen Fragen, diesen moralischen Themen und wie man Gutes tun kann, führt auch dazu, dass die Menschen ihr eigenes Leben reflektieren und deswegen ist der Tag gut. Weil du was Gutes getan hast. Ich glaube, der eigentliche Hintergrund ist eher dieses Sektending. Also, weißt du? Missionarisch, einfach hier, genau, komm, tritt genau, ein. Genau. Unterschreib, du sagst, du gehörst uns und deine Seele auch. Und dein Geld vor allem. Ich glaube nicht, ich glaube, es ist eher mehr dieses Ding, was ich. Inzwischen mache. Vielleicht, aber wenn man. Ist ja auch nicht so die goldenste Vergangenheit, die das Christentum so. Mhm. Also, ne? Das stimmt. Eigentlich Wahnsinn, dass die trotzdem jetzt so einen gar nicht so schlechten Ruf hat. Die muss krass. Aber auch einfach eine harte Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Ja, durch zweifelhafte Dinge. Mhm.
Also wie mit fast allen Erfolgsgeschichten. Überleg mal, wie Gronkh an seine Millionen gekommen ist. Gronkh und das Christentum. Der Vergleich drängt sich einem quasi auf. Wahrscheinlich haben die auch beide Babys geklaut. Ich bin beim Christentum ziemlich sicher, dass die Babys geklaut haben. Ja, ich auch. Gronkh weiß ich nicht. Würde mich jetzt aber auch nicht wundern. Der Kinderdieb. Können wir damit berühmt werden, dass wir überall framen, dass Gronkh ein Kinderdieb ist? Also ich denke, das würde sich positiv auf die Klickzahlen auswirken, wenn wir dieses Video Gronkh der Kinderdieb nennen. Oder nur diesen Teil, wo wir über Gronkh als Kinderdieb gesprochen haben, als die Brüder kompakt. Als Werbung für alles andere. Ja. Möglicherweise können wir Probleme bekommen. Aber der hat gerade selber Probleme. Der hat gerade genug Probleme. Der hat die Justiz auf dem Hals. Aber die ganzen Kinder, die nicht rein. Ja. Mensch, Erik, rück die Kinder raus, du Baba. Weißt du nicht so? Keine Ahnung. Aber ich glaube, da ist Erik. Lass sie doch einfach frei. Lass sie zurück zu ihren Familien. Weiß ich nicht, ob das gut ist, also was zu sagen. Das ist Rufmord, ne? Das ist möglicherweise Rufmord. Aber ist es nicht offensichtlich? Satire? Wir sind raus. Aber wo ist die Satire? Was satieren wir? Gar nicht, wir beleidigen Gronkh. Also wir... Eigentlich nur frei heraus. Frei heraus. Für die Behauptung ohne Grundlage. Ja, und ohne... Zwischenzeilen. Ich meine, Rufmord kannst du ja auch nicht als Satire decken. Da gibt es ja einen Unterschied zwischen Satire und ja, Rufmord. Richtig. Aber möglicherweise ist der Rahmen, in dem das ausgesprochen wird, so offensichtlich nicht ernst gemeint. Ja, es ist nicht so, dass wir irgendwie. Stell dir mal vor, das geht vor Gericht und dann müssen sich alle Leute im Raum, um zu einem richtigen Urteil zu kommen, sich dieses ganze Video angucken. Also Gronkh, möglicherweise würdest du uns einen Gefallen damit tun, wenn du uns verklagst, weil wir behaupten, dass du Kinder klaust. Was macht er denn mit dem? Vielleicht spielen die seine Let's Play. Ja. Und er kommentiert nun. Ja, das kann sein. Vielleicht hat er so einen krassen Tick, dass seine Finger, es gibt ja diese Leute, die so Handmodels. Hm. Vielleicht ist er Handmodel. Und er muss immer Handschuhe tragen, kann nicht spielen, kann ihn nicht abnutzen, deswegen braucht er Kinder, die Spiele spielen. Ja. Und die klaut er schon in ganz frühen Jahren, damit sie sich an ihn gewöhnen. Und dann züchtet er die langsam heran, bis sie im videospielfähigen Alter sind. Aber er hält sich da ganz, ganz eindeutig an die Altersbeschränkung. Die dürfen keines ab 16 Spiele spielen, bevor sie nicht 16 Jahre sind. Das heißt, Outlast 2 ist von jemandem, der schon sein ganzes Leben lang bei Hongkong wohnt. Und er hat auch, er hat da verschiedene Vorräte, verschiedene Altersstufen. Man muss auch mal wieder neu nachholen, ne? Weil irgendwann werden die flügge. Ja. Oder dürfen die nie weg? Ist bis jetzt, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Er ist ja noch nicht so lange dabei. Da muss er sich den Kinderklauen-Chef. Da muss er sich nochmal ein bisschen überlegen, was er mit denen macht. Ob er die dann entsorgt oder freilässt. Freilassen ist eigentlich keine Option. Nee, dann werden sie vielleicht darüber reden. Dann kriegen wir im Gerichtssaal nämlich recht. Ja. Dann hat er ein Problem. Dann haben wir Gronkh überführt. Ja. Und dann werden die Klickzahlen aber explodieren. So oder so, wir werden durch dieses Video, das ist unser Durchbruchvideo. Ja, ein Glück. Entweder, aber möglicherweise werden wir auch schuldig gesprochen. Ja, auch dann ist aber das ein Durchbruch. Dann ist es ein YouTube-Durchbruch, aber könnte sich schlecht auf unser anderes Leben auswirken vielleicht. Meinst du nicht, dass wir auch im Gefängnis dann die Möglichkeit haben, Videos zu machen? Auf jeden Fall wären wir die Stars im Gefängnis. Hoffentlich sind wir in einer Zelle. Ja. Die Brüderzelle. Die Brüderzelle. Ach, das wird ganz nett im Gefängnis, glaube ich. Also, Gronkh. Du kannst nichts machen, was uns wehtut. Entweder machst du nichts und der reine Name des Videos. Gronkh, Kindertief. Vielleicht wird das auch ein großes Franchise. Vielleicht wird es so eine Kindergeschichte, Gronkh, oder so eine Gruselgeschichte. Gronkh, der Kinderdieb. Und dann erzählt man sich so immer im Lagerfeuer mit Taschenlampe. Ja. Und, dann haben wir das erfunden. Ja. Es ist aber auch richtig mies. Es ist fast so schön, die Schilder in die Alster zu werfen. Es ist, den Fame anderer Leute für sich selber zu benutzen. Egal in welcher Art und Weise. Aber im Grunde hat er dadurch keinen Verlust, wie bei den Schildern. Ja, aber es ist trotzdem schäbig. Schäbig.
Jetzt Ehre oder was? Seit 5 Jahren versuchen wir es mit Ehre. Wir haben 114 Abonnenten, Mann. Und ich liebe jeden Einzelnen. Manche davon bin ich selber. Ja, wir haben eigentlich 112 Abonnenten. Nein, weniger. Die beleuchteten Brüder haben uns abonniert. Mhm. Bruder Ponk hat uns abonniert. Ich habe uns abonniert. 111. Und der Spielegarten hat uns auch abonniert. 110. Ja. Ja. Naja. Ich habe vorhin gesagt, ich habe nichts mehr. Es hat sich herausgestellt, dass da war noch was. Da wollte noch was raus. Aber ich glaube, jetzt bin ich leer. Okay. Ist noch lange genug gelaufen. Guten Geburtstag. Schönen Geburtstag euch allen. Das ist viel zu lang. Egal, ob ihr gefangen seid oder viel frei. Viel zu lang, das Video.